Schwarzer Adler, dass wir immer Preußen Münster siegen sehen. Und damit moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18, dem Karrieremodus mit unseren Adlern von Preußen Münster. Beim letzten Mal, ihr habt es natürlich alle mitbekommen, haben wir es geschafft. Nach dem 1:0 Sieg beim Chemnitzer FC steht Preußen Münster nicht nur als Aufsteiger in die zweite Liga fest, sondern sogar als Drittligameister. Und als dieser Drittligameister, da sehen wir nochmal die Tabelle, 7 Punkte Vorsprung, 2 Spieltage vor dem Ende. Mit dieser Erkenntnis gehen wir in unser letztes Heimspiel gegen die Sportfreunde aus Lotte. Und da habt ihr jetzt gerade gesehen, die haben am letzten Spieltag gegen Würzburg verloren, im direkten Duell, dadurch den zweiten Tabellenplatz an eben Würzburg verloren. Und jetzt müssen sie heute hier im Derby in Münster unbedingt punkten, am besten sogar siegen. Denn am letzten Spieltag erwarten sie zu Hause dann auch noch den ersten FC Magdeburg. Es wird ein spannendes Dreierduell im Kampf um die Plätze 2 und 3. Die Preußen haben ein bisschen umgestellt, werden wir gleich in der Startaufstellung auch sehen von Fridolin Feige. Wie wir zum Beispiel heute mal seit langer Zeit wieder in der Startelf. Grimaldi auch zurück. Aber da sehen wir es jetzt nochmal im Überblick. Das Team von Feige, Kittner unter anderem auch wieder zurück. Al-Hassami links in der Viererkette zurück. Cueto beginnt auf der linken Offensivseite. Wiebe, wie angesprochen, heute mal wieder in der Startelf. Und ganz vorne Adriano Grimaldi. Kobylanski etwas hängend dahinter. Wir gucken auf die Sportfreunde von Marc Fascher mit Benedikt Fernandes im Tor. Davor die Viererkette mit Hohnstedt, Straight, Rahn und Schulze. Day, Putze und Wendel auf der 3er-6er-Position und drei Spitzen mit Lindner über links, links Freiberger über rechts und Max Wegner im Sturmzentrum. Alles für das Derby angerichtet, für die Preußen geht's um nichts mehr, aber sie wollen sie natürlich von ihrem Publikum hier zu Hause im Preußenstadion im letzten Heimspiel der Drittligasaison gebührend verabschieden. Der Aufsteiger in die zweite Liga dreht jetzt also seine Ehrenrunde in Liga 3 mit Lukas Cueto. Guter Ball auf Philipp Hoffmann. Durchgesteckt zu Rizzi. Der nochmal rausgelegt auf Kammerbauer. Der schlägt die Flanke. Fernandes erstmal dazwischen. Kammerbauer zweiter Ball. Hassan Meh springt der Ball da fast vor die Füße. Aber erstmal der Befreiungsschlag der Gäste in der blauen Spielkleidung. Frieden Feige hat's also geschafft. Der Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga. Die Sportfreunde Lotte würden den natürlich gerne gleich tun. Aber dazu brauchen sie heute mindestens einen Punkt. Sie kommen über Freiberger. Topscorer der Gäste. Kein Foul von Danilo Wiebe. Gutes Zweikampfverhalten. Gegenzug über Kobylanski. Rizzi, Superball links raus. Cueto schlägt den Haken. Cueto auf Michele Rizzi aus dem Stand gegen die Latte gehämmert. Das erste Mal Alupech für die Preußen. Gegenzug unterbunden von Kammerbauer. Fehlpass Leon Schwers, einer seiner wenigen Fehler. Der lange Ball Richtung Freiberger, Hasame und Kittner aber aufmerksam. Zack in die andere Richtung. Sehr viel Tempo hier von Anfang an in dieser Partie. In dieser aus Lotte-Sicht sehr wichtigen Partie. Kobylanski. Grimaldi, Doppelpass. Kobylanski. Im letzten Spiel in Chemnitz der Siegtorschütze. Eine atemberaubende Hinrunde bzw. Rückrunde von Kobylanski. Mittlerweile der Topscorer der dritten Liga. Schon im letzten Spiel angesprochen. 12 Saisontore, zudem auch noch 12 direkte Torvorlagen. 24 Scorerpunkte. Der Pole, der absolute Leistungsträger im Team von Fridolin Feige. Putze, Day, der Spielgestalter aus Seiten der Lotter. Kann man dazu sagen? Ich habe keine Ahnung. Lindner, Putze, gut gespielt. Nochmal der Versuch da, Max Wegner zu bedienen, der im Hinspiel beim Sieg der Sportfreunde getroffen hat. Da hatten sie jetzt gerade ein bisschen Pech, dass Wiebe da den Ball bekommt. Kobylanski rausgelegt zu Cueto.
Oh, die Flanke ein bisschen zu nah ans Tor von Benedikt Fernandes. Ehemaliger deutscher Junioren-Nationaltorwart. Kommt ja aus der Jugend von Bayer Leverkusen. Schon mittlerweile einige Jahre hier zwischen den Pfosten in Lotte. Kobylanski. Kammerbauer Kobylanski. Wiebe. Rizzi. Der Ball. Er läuft. Hoffmann. Ball in den Strafraum. Cueto holt den Kopfball. Aber ich glaube, da war Grimaldi nicht im Abseits. Okay. Da war ich jetzt gerade ein bisschen überrascht. Partie läuft weiter. Wieder. Grimaldi. Philipp Hoffmann hat den Ball. Sieht Cueto. Oh, ho, ho. Und der kleine Fußballzwerg, Lucas Cueto, kommt dann nicht so richtig zum Kopfball hoch. Und hier nochmal der Lattentreffer. Fernandes kann da nur hinterher schauen. Und hat Glück, dass ihm Aluminium zur Hilfe geeilt ist. 23 Minuten durch. Ähnliches Spiel wie am letzten Spieltag gegen Chemnitz. Viel Tempo. Beide Teams wollen hier nach vorne spielen. Obwohl wir eigentlich theoretisch gar nicht müssten. Aber unseren Fans sind wir das natürlich schuldig, die uns das ganze Jahr lang über unterstützt haben. Rizzi will sich durchwursteln, aber gelingt da kein guter Pass. Michele Rizzi in den letzten Partien nicht unbedingt in der Form der Hinrunde. Dafür war Martin Kobylanski dann der Mann in der Rückrunde, der seine Rolle übernommen hat. Max Wegner. Foulspiel von Ole Kittner. Der erfahrene Innenverteidiger mal wieder in der Startelf. War ja auch einige Wochen außer Gefecht gesetzt. Unser Innenverteidiger-Backup zur neuen Saison. Da haben wir ja zwei Neuzugänge verpflichtet. Mit Röseler aus Venlo. Und natürlich auch Adam Straight, der heute auf der Gegenseite noch spielt. Der kanadische Innenverteidiger. Bei der Standardsituation auch gerade mit vorne gewesen. Der wird nächste Saison das Trikot der Preußen tragen. Aber jetzt erstmal Kammerbauer. Rizzi geht rechts mit. Ah, die Sportfreunde schon wieder hinten gut sortiert. Aber da ist links eine Riesenlücke für Lukas Cueto. Nächste Riesenchance. Da sind Riesenlücken in der Viererkette der Gäste. Den wollte er. Der, die Idee war richtig, den Ball da ins lange Eck zu zirkeln, aber der hatte zu wenig Ife. Dieser Schussversuch von kleinen Cueto. Halbe Stunde durch. Die Preußen mit den besseren Tormöglichkeiten. Aber ohne Tor bis dato. Grimaldi versucht sich da im Rahmen des Erlaubten zu wehren. Tut es auch erfolgreich. Kobylanski, Rizzi. Und wieder läuft der Ball durch die eigenen Reihen. Grimaldi. Grimaldi zum zweiten. Hoffmann. Kobylanski im Strafraum. Kommt nicht zum Abschluss. Da schmeißen sich die Innenverteidiger Straight und KKG noch in die Bälle rein. Day. Freiberger. Oh, guter Trick gegen Al-Hassameh. Gutes Stellungsspiel von Schwers. Kann aber Freiberger nicht am Lauf stoppen. Aber Al-Hassameh gut nachgesetzt. Aber die Lotta noch in der gefährlichen Zone. Kittner blockt den Schussversuch und klärt überragend per Kopf. Grimaldi, Fehler von Hohnstedt. Adriano Grimaldi, der abgesetzte Kapitän. Seine Zukunft bei den Preußen noch ungewiss. Wieder Grimaldi, rechts macht Hoffmann mit. Seine Flanke Rita Richtung Cueto. Aber das hat doch schon dieses Spiel gezeigt. Diesen mit hohen Bällen zu füttern, das hat nicht so viel Erfolgsaussichten. Aber immerhin gibt es die erste Ecke in dieser Partie. 4 Minuten vor der Pause. Michele Rizzi bringt den Ball Richtung Ole Kittner. Der Innenverteidiger mit aufgerückt. Aber der war auch schwierig zu nehmen. Aus gut 15 Metern. Bisschen Rücklage. Ja, schwierig den Ball eben zu drücken. Trotzdem guter Versuch. Kurz vor der Pause nochmal die Möglichkeit für die Preußen hier in Führung zu gehen. Das würde die Sportfreunde, glaube ich, moralisch komplett zurückwerfen. Sie waren ja am Ende der Hinrunde, ich glaube, mit 10 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Aber dann der Einbruch. Vor allem zu Beginn der Rückrunde. Jetzt sind sie auf Platz 3 abgerutscht. Wieder Riesenlücken
abgelegt für Kobylanski, aber dann das Luftloch vom Topscorer der Liga. Gegenzug Wegner. Verfolgt von Kittner und der nimmt ihn spielerisch leicht den Ball ab. Wiebe. Kobylanski. Zu offensichtlich, zu durchsichtig. Und dann ist Pause in Münster. Selten waren die Fans, glaube ich, so zufrieden über ein torloses Unentschieden 0:0 als wie heute. Als wie heute, ja. Das ist wieder richtig gutes Deutsch, lieber Herr Killer. Aber das ist, ich glaube, heute allen egal. Münster will nur ein bisschen feiern. Und wenn es am Ende nur sich selbst ist, wenn die Fans sich nur selbst feiern wollen, haben sie es auch verdient, egal wie das Spiel heute ausgeht. Heute nach diesem Spieltag gibt's Party. Und heute, natürlich die letzten beiden Spieltage, laufen natürlich immer alle parallel. Deswegen gucken wir mal kurz, wie es auf den anderen Plätzen steht. Magdeburg liegt hinten. Das wird die Sportfreunde aus Lotte natürlich freuen. Chemnitz führt in Magdeburg 1:0. Denn am letzten Spieltag im direkten Duell gegen Magdeburg würde ihnen dann aktuell ein Unentschieden ausreichen. Würzburg gegen Groß-Asbach, auch nur 1:1 zur Pause. Also die Sportfreunde Lotte haben mit einem Sieg noch die Möglichkeit, sogar auf Platz 2 sich vorzuschieben. Also Platz 2 bis 4 ist immer noch alles möglich. So, wir gucken mal kurz auf die Bank. Steven Tritz, den ich ja eigentlich geplant hatte, heute auch mal reinzubringen, hatte am Ende des letzten Partys gesagt, nö, ich will nicht mehr, setz mich auf die Transferliste. Werden wir demnächst tun, also Steven Tritz, der erfahrene Franzose, unser Backup rechts hinten, wird uns wahrscheinlich verlassen. Kammerbauer hat übrigens mittlerweile eine 72 erreicht. Also der ist wirklich sehr, sehr stark drauf, der Neuzugang aus Nürnberg. Aber den möchte ich heute mal ein bisschen schonen. Und für ihn wird Lennart Stoll kommen. Ist zwar gelernter zentraler Mittelfeldspieler, aber hilft auch im Real Life häufiger mal rechts hinten aus. Und wenn ich heute, wann dann? Darf er heute mal ein paar Minuten, eine Halbzeit, um genau zu sein, rechts hinten in der Viererkette spielen, Kammerbauer, mal ein paar Minuten Pause geben, ein bisschen durchschnaufen lassen. Zweite Hälfte läuft. Die Sportfreunde immer noch in der blauen Spielkleidung, jetzt von links nach rechts, so herum. Rechts ist da, wo der Daumen links ist oder so. Aber der erste Angriff gehört schon wieder dem Drittligameister, Danilo Wiebe. Und gute Stimmung hier, aber das ist, glaube ich, keine große Überraschung, dass die Preußen-Fans hier gut drauf sind. Kobylanski. Lotte kommt nicht so wirklich in die Zweikämpfe. Leon Schwers läuft jetzt mal mit nach vorne. Idee nicht schlecht, aber Hoffmann kommt nicht dran. Straight dazwischen. Der Ball, Münsterer. Wieder Day. Seine Ideen leiten normalerweise das Spiel der Gäste, aber heute nicht allzu viel zu sehen von ihm. Geht aber auch natürlich für seine 10 Mitspieler. Bis dato wenig Einsatz zu erkennen, möchte ich schon fast behaupten. Auf Seiten der Gäste. Guter Ball von Kobylanski. Überragender Ball für Cueto. Die Flanke kommt auch gut. Und der Kopfball von Danilo Wiebe, der da mal mit aufgerückt ist. Allerdings kein Problem für Fernandes im Tor. Wendel. Jetzt mal ein bisschen Platz zum Kontern. Gab es auch noch nicht so häufig, aber Freiberger verspringt der Ball. Hasami geht dazwischen. Kittner. Wiebe. Guter Rinderknecht-Ersatz heute, Danilo Wiebe, der ja im vergangenen Monat zum Spiel des Monats April ausgezeichnet wurde. Nico Rinderknecht, die Leihgabe aus Ingolstadt, heute nicht mal im Kader, bekommt eine Pause. Kittner, Unsicherheit. Ritzi, kein Foul, aber Kobylanski rettet. Der Mann ist einfach in bombastischer Verfassung. Wieder Kobylanski. Wird geblockt von Straight. Bald Teamkameraden. Ritzi, nochmal. Kobylanski, Fernandes. Muss sich strecken. 62. Minute, nächste Möglichkeit. Und der erste Wechsel. Markus Piontek. Der Rekord ausländische Spieler der dritten Liga. Hat ja auch mal 2 Jahre hier in Münster gespielt. Kommt rein in die Partie. Anstelle von Lindner, der sehr unauffällig gespielt hat. Bevor die Ecke ausgeführt wird, wir werden auch nochmal wechseln, denke ich. Und bringen nochmal Rühle rein.
für die rechte Mittelfeldseite für Philipp Hoffmann. Michele Rizzi muss mal kurz warten, bevor er den Eckball ausführen darf. Philipp Hoffmann, das war ja sein letztes Heimspiel. Deswegen hier nochmal unter dem Applaus der Zuschauer verabschiedet, wird er am Saisonende den Verein Richtung Dynamo Dresden verlassen. Also in der nächsten Saison werden wir vielleicht Gegner sein, wenn Dynamo Dresden die zweite Liga halten sollte. Da können wir uns nach dem Spieltag auch vielleicht mal die aktuelle Liga-Tabelle der zweiten Liga anschauen, wie es da aktuell so steht. So, aber jetzt erstmal zurück zum Spiel. Markus Piontek. Gut durchgesteckt von Max Wegner. Verzögerter Doppelpass. Und die Partystimmung wird hier gerade ein bisschen betrübt. Max Wegner, der im Hinspiel schon getroffen hat, wird hier nicht so richtig attackiert von der Preußenabwehr. Piontek und Wegner. Ja, Ole Kittner geht da nicht so wirklich aggressiv dran. Und dann ein schöner Abschluss mit der rechten Innenseite. Schwierig zu halten, kein Vorwurf an Körber im Tor. Aber die Führung ist jetzt etwas überraschend. Denn nach dem Spielverlauf ist Münster eigentlich die klar bessere Mannschaft gewesen. Wegner erzielt Saisontor Nummer 8. Und dadurch die Sportfreunde vorübergehend erstmal wieder auf Platz 2. Sollte in Würzburg kein Tor für die Heimmannschaft gefallen sein. So, nicht, dass wir oder dass ich den Sportfreunden den Aufstieg nicht gönnen würde. Aber die Preußen haben natürlich noch eine Pflicht, hier alles zu geben, um noch zum Ausgleich zu kommen. Kobi Lansky! Und die Führung hat nicht lange gehalten. Was für eine überragende Rückrunde des Martin Kobi Lansky. Gut herausgespielt. Remaldi sieht die Lücke, füllt die Lücke. Und Kobylanski mit viel Zeit, viel Raum und viel Präzision. Innenpfosten hat er, glaube ich, noch geküsst, den Innenpfosten. Perfekt ins Eck. Friedrich Feige kann sich wieder freuen. Es hat, glaube ich, keine 2 Minuten gedauert. Minute 69, Saisontor Nummer 13. Und wenn er vielleicht jetzt noch eins macht, dann hat er vielleicht sogar noch Chancen auf die Torjägerkanone. Ludwig führt da aktuell, der Mann aus Magdeburg mit 14 Saisontoren. Noch alles möglich. Und es ist wieder ausgeglichen. Lotte 1, Münster 1. Wie wird das Spiel jetzt weiter verfahren? Wie wird es weiterlaufen? Werden die Sportfreunde jetzt hier alles nach vorne werfen? Oder geben sie sich mit dem Punkt zufrieden? Aufgrund der Halbzeitergebnisse könnten sie eigentlich mit dem Punkt wahrscheinlich sogar ganz gut leben. Rizzi. Da kommt Rühle noch an den Ball. Schlägt die Flanke auf Kobylanski. Hätte vielleicht noch annehmen können, statt mit dem Kopf hinzugehen. Nächste gute Möglichkeit für die Preußen. Und der nächste Angriff, er rollt bereits, aber schlechtes Zuspiel davon. Cueto. Befreiungsschlag der Gäste, abgefangen von Al-Hazameh. Cueto. Kobylanski überall zu finden. Cueto. Danilo Wiebe sucht eine Anspielstation. Leon Schwers. Rizzi. Kobylanski. Kobylanski! Ich glaube, er hat mich gehört, als ich den Begriff Torjägerkanone erwähnt habe. Der Mann ist hier drauf und dran, noch eins zu erzielen. Rodriguez kommt in die Partie. Siegtorschütze im Hinrundenspiel beim knappen Sieg der Sportfreunde. 7 Parade von Benedikt Hernandez, auch wenn er den Ball gerade nicht halten musste. Der Ball ging knapp rüber von Kobylanski. Wegner, Piontek, der Torvorbereiter zum 1:0. Der hat auf jeden Fall frischen Schwung gebracht, aber jetzt der Fehler von seinem Nebenmann. Und Rüder hat auf jeden Fall auf einmal plötzlich ganz viel Platz. In den Rückraum gelegt für Rizzi. Noch ein zweiter zu Cueto. Fernandes überragend. Weiterhin 1:1. Heiße Schlussphase erwartet uns hier im Derby. Und den hat er mit dem Knie irgendwie noch gehalten. Den Schuss von Lucas Cueto. Wir werden nochmal wechseln. 8 Minuten vor dem Ende bringen wir nochmal Evangelos. Wobei, nee, Schlager da vielleicht nochmal ran.
Kommt einfach mal ins linke Mittelfeld. Nicht seine Position. Aber Schlager möchte ich auch nochmal ein paar Minuten Spielzeit gönnen. Er wird uns am Saisonende ja genauso verlassen wie Philipp Hoffmann. Die Leihgabe von Red Bull Salzburg. Gute Rückrunde gespielt. Der junge Österreicher. Bekommt hier auch nochmal Applaus. Und darf sich von seinem Publikum nochmal gebührend verabschieden. Jetzt erstmal die Ecke von Michele Rizzi. Kommt gefährlich vors Tor. Da ist Schlager, erster Ballkontakt. Kittner. Fehler von Ole Kittner. Konter über Freiberger. Da muss Danilo Wiebe in den Zweikampf. Und das ist gut geklärt vom heutigen Sechser. Stoll. Rizzi, Grimaldi, direkt weitergeleitet. Flankenversuch abgefälscht. Kubidanski kommt nicht ran. Zunächst geklärt. Hasame gewinnt den Kopfball. Wiebe, Kubidanski. Rizzi, rechts geht Lennart Stoll mit. Seine Flanke Richtung Kubidanski, nicht schlecht. Zweiter Ball. Es könnte hier durchaus noch etwas passieren. Es liegt etwas in der Luft. Lotte mit Defensivarbeit beschäftigt. Grimaldi. Kubidanski mit der Hacke zu Rühle. Das gibt's doch nicht. 90. Minute. Die Preußen führen und drehen das Spiel. Oh, wie demoralisierend muss das sein für die Sportfreunde. Die tun mir jetzt gerade ein bisschen leid. Aber das dürfte uns egal sein. Kubidanski mit der Hacke. Heute mit seinem 13. Saisontor. Und das war seine 13. Saisonvorlage. Rühle, der typische Rühle, der Ackerer. Wurschtet den Ball da irgendwie rein. Ins kurze Eck zum 2:1. Ein Kopfnicken von Fridolin Feige. Viertes Saisontor für Tobias Rühle, der in der Winterpause seinen Vertrag verlängert hat um ein Jahr. In der nächsten Saison wahrscheinlich nur eine Art Backup sein wird. Aber das ist Zukunftsmusik. Und jetzt der Fehler da von Rahn. Fast nochmal zum Konter eingeladen. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Und die Sportfreunde werfen jetzt natürlich alles nach vorne. Ballverlust. Vielleicht sogar jetzt nochmal der Konter. Nee, Rahn diesmal aufmerksam. Und dann ist Schluss. Das Preußenstadion steht Kopf. Denn jetzt können wir, glaube ich, den Meisterpokal empfangen, oder? Ich meine, wir standen ja schon vor dem Spiel als Drittligameister fest. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch den Pokal gibt. Aber dürfte uns auch egal sein. Ähnliche Bilder wie am letzten Spieltag beim Sieg gegen Chemnitz. Die Mannschaft kann sich feiern. Der Aufstieg steht ja schon lange fest. Und es gibt den Pokal. Hier vor heimischer Kulisse wird uns der Drittliga-Pokal überreicht. Schickes Teil. Finde ich hübscher als die Meisterschale, wenn ich ganz ehrlich bin. Das stellen wir uns doch gerne in die Pokalvitrine. So, jetzt die Vorbereitung. Michele Rizzi hat das Ding in den Händen. Und da ist das Ding. Irgendwie sieht der Pokal aus, als wäre das ein Stück Pappe. Aber lasst uns davon nicht täuschen. Die Freude ist trotzdem groß. Bei allen, die hier im Stadion sind. Bei den Spielern sowieso. Die Partynacht geht weiter hier in Münster. Und natürlich muss dieser Pokal den Fans noch präsentiert werden. Eine super Saison neigt sich dem Ende. Das hier war heute das letzte Heimspiel im Konfetti-Regen im Preußenstadion. Am letzten Spieltag müssen wir nochmal auswärts ran. Dann müssen wir zu den Schwaben nach Großasbach nochmal ein kleines Show laufen. Aber heute heißt es erst nochmal ein bisschen feiern. Und ich hoffe, bis nächste Woche sind wieder alle ausgenüchtert, dass wir dann nochmal ein letztes Spiel erfolgreich bestreiten können. Drittligameister Preußen Münster, herzlichen Glückwunsch nochmal. Die Adler, die haben sich heute, nicht nur heute, natürlich die ganze Saison über mehr als
verdient. 2:1 Sieg, Last-Minute-Sieg. Und dieser Sieg heute, dieser Last-Minute-Sieg, hat die Saison doch irgendwie auch zusammengefasst. Aber ich denke, wenn wir die Statistik mal uns anschauen, dieser Sieg geht mehr als nur in Ordnung. Das hätten wir noch durchaus höher gewinnen müssen. Aber sei es drum, Kubilanski mal wieder zum Man of the Match gewählt. Ein Tor, eine Vorlage. Habe ich schon das Wort überragend mal in den Mund genommen? Wenn nicht, dann sage ich es jetzt. Überragend. So, aber die Sportfreunde Lotte, gucken wir mal kurz. Magdeburg spielt 1:1 gegen den Chemnitzer FC und Würzburg verliert gegen Groß Asbach. Ach, du liebe Zeit. Gucken wir auf die Tabelle nach 37 Spieltagen. Münster nunmehr 76 Punkte, eine überragende Punktzahl auf Position 1. Aber dahinter, Würzburg hätte mit einem Sieg den Aufstieg perfekt machen können. So müssen sie bis zum Ende zittern. Wir müssen mal kurz gucken, gegen wen spielt Würzburg. Würzburg müsste ja dann eigentlich gegen... Ach nee, Würzburg spielt ja gegen Lotte. Oder bin ich gerade doof? Letzter Spieltag. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Nee, stimmt, Magdeburg spielt in Lotte. Und Würzburg... Ich finde sie gerade nicht. Wo ist Würzburg? Bin ich blind? Bin ich doof? Bin ich beides? Wo ist Würzburg? Bin ich gerade blind? Chemnitz gegen Rostock, Fortuna Köln gegen Paderborn, Halle gegen Zwickau. Ach, da sind... Da, ich bin auch blind. Würzburger Kickers zu Gast in Erfurt. Um Gottes Willen, ich bin so aufgeregt, da werde ich schon blind vor lauter Aufregung. Ah, Ludwig hat leider auch getroffen. Für Magdeburg zum 15. Saisontor. Da sind die Chancen für Kubilanski, die Torjägerkanone zu holen, relativ gering. Aber das ist uns allen sowas von scheißegal, auf gut Deutsch. Also Würzburg hat's in eigenen Händen. Wenn sie in Erfurt gewinnen, dann können die anderen beiden Mannschaften tun, was sie wollen. Es wird am Ende Würzburg sein, die auf Tabellenplatz 2 bleiben. Aber dann das Duell zwischen Lotte und Magdeburg. Und die Sportfreunde Lotte sind nur... wegen der besseren Tordifferenz, wegen eines Gegentores weniger auf Platz 3. Und deswegen reicht den Sportfreunden am letzten Spieltag zu Hause ein Unentschieden gegen Magdeburg, um den dritten Platz festzuhalten. Und unten wiederum bleibt es auch spannend. Erfurt muss gewinnen gegen Würzburg. Für die geht es also noch um was. Die werden also auch noch kämpfen. Vielleicht haben die Sportfreunde und Magdeburg, wenn einer von den beiden im direkten Duell gewinnt und Würzburg gleichzeitig nicht gewinnt, haben die auch noch Chance auf Platz 2. Was aber wiederum bedeutet, dass Würzburg Platz 3 sicher hat. Denn selbst wenn sie gegen Erfurt verlieren, kann es ja nicht sein, dass die Sportfreunde und Magdeburg sie überholen. Denn bei einem Unentschieden hätten alle dann 66, aber Würzburg wäre immer noch auf Platz 2 aufgrund der besseren Tordifferenz. Und ja, wie gesagt, beide Mannschaften bei Lotte gegen Magdeburg, weil sie gegeneinander spielen, beide können die Würzburger Kickers nicht überholen. Also Würzburg auf jeden Fall in einer guten Position. Oben wie unten bleibt es also bis zum letzten Moment spannend. So, was nicht so spannend ist, ist das Training. Das werden wir auch, glaube ich, einmal wieder so simulieren wie in der Vorwoche. Und das sieht auch ganz gut aus. Pavlidis einmal A, einmal D, Cueto einmal Note A. Böhm ist jetzt schon auf einer Gesamtstärke von 60. Und ich glaube, das ist dann auch so der Zeitpunkt, wo ich dann erstmal aufhören werde, unseren Jugendtorwart weiter zu trainieren. Denn für einen zweiten Torwart ist das erstmal in Ordnung. So, die Einheit werden wir wahrscheinlich ab der nächsten Woche jemand anderen geben, einem unserer Feldspieler. Oh, liebe Freunde. Schöner Sieg heute nochmal. Trotzdem sind unsere Ziele gefährdet. Fördern von Nachwuchsarbeit. Ja, ich hoffe immer noch, dass wir noch einen Jugendabwehrspieler verpflichten können. Das wäre wirklich sehr, sehr praktisch und wäre sehr, sehr schön. Wir haben nur noch einen Monat Zeit. Wir haben ja schon Mai. Wir haben nur noch im Monat Juni dann die Zeit, jemanden zu verpflichten. Gucken wir mal. Da haben wir jetzt relativ wenig Einfluss drauf. Unsere Beliebtheit ist immerhin bei 70. Ich hoffe, dass das auch ausreichen wird, dass wir nicht entlassen werden. Denn es gibt immer noch Stimmen, die sagen, es könnte sein, obwohl wir
den Aufstieg schaffen oder geschafft haben, muss man ja jetzt sagen, dass der Job von Fridolin Falke trotzdem nicht hundertprozentig als sicher gilt, weil wir eben die anderen Ziele momentan nicht erreicht haben. Da stand gerade etwas von einer Mail, aber da ist keine Mail gekommen. Jetzt ist die Mail weg. Habe ich schon mal FIFA 18 Karrieremodus und seine Bugs erwähnt, die schon seit 2 Jahren bekannt sind. Und die Bugs werden immer vom nächsten Karrieremodus in den nächsten übernommen. Ich bin immer wieder begeistert davon. So, Transferübersicht. Gucken wir mal ganz kurz, ob was passiert ist, was interessant ist. Gioba wechselt zu Sampdoria Genua. Während Forrester von Peterborough United aus der 3. englischen Liga zu den Würzburger Kickers wechselt. Also die Würzburger haben schon mal einen Neuzugang zur neuen Saison. Interessant, wahrscheinlich einer mit Hinsicht auf Perspektive 2. Liga. Aber da haben die Würzburger Kickers ja, wie erwähnt, alles in der eigenen Hand. In Erfurt gewinnen, dann kann nichts passieren. Und selbst bei einem Unentschieden sind sie zumindest und bleiben sie zumindest, nein, bleiben nicht, aber dann sind sie zumindest Tabellendritter und dürfen noch in die Relegation. Oh, das ist noch ein gutes Stichwort, Relegation. Wir wollten ja nochmal kurz in der 2. Liga vorbeischauen. In der 2. Liga von Deutschland selbstverständlich, wie es da denn aussieht. Und wenn wir schon mal dabei sind, hier ist die Endtabelle der 1. Liga. Die Bayern also deutscher Meister. Herzlichen Glückwunsch mit 5 Punkten Vorsprung vor dem BVB. Und dann ein Riesenpolster von Platz 2 zu Platz 3. Leipzig mit 61 Punkten. Eine ganz okaye Saison, aber halt ganz weit abgeschlagen von den Bayern und von Dortmund. Gladbach in der Champions League Quali auf Platz 4, gefolgt von den Werksclubs aus Wolfsburg und Leverkusen. Köln in der Realität nicht ganz so stark. Hier auf einem guten 7. Platz, Schalke auf 8, Hoffenheim 9. Mainz auf 10, gefolgt von Hertha, Bremen auf 12, Augsburg, Stuttgart, Frankfurt. Der HSV, sieh mal an, muss mal wieder in die Relegation, hat die bessere Tordifferenz als Freiburg. Deswegen müssen Freiburg und Hannover direkt absteigen. So, in der 2. Liga ist noch ein Spieltag zu spielen. Union Berlin ganz vorne und der SV Darmstadt. Die beiden stehen als Bundesliga-Aufsteiger fest. Herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle. Ingolstadt wird in die Relegation gehen gegen den HSV. Auch interessant. St. Pauli 4. Das wäre interessant geworden, wenn St. Pauli 3. geworden wäre. Braunschweig, Bochum. Und ganz unten als Absteiger stehen, ne, wirklich feststehen tut noch keiner. Holstein Kiel momentan mit den schlechtesten Karten. Duisburg und Bielefeld 23 Punkte. Werden wahrscheinlich den Relegationsplatz unter sich ausmachen. Erzgebirge Aue scheint schon relativ gerettet zu sein. Okay, Duisburg, Kiel, die beiden Aufsteiger werden momentan voraussichtlich wieder direkt absteigen. Aber das sehen wir dann oder das warten wir dann noch ab. Denn ein Spieltag ist in der 2. als auch in der 3. Liga noch zu gehen. Unsere Abschiedstour aus der 3. Liga findet ein Ende. Beim nächsten Mal sind wir dann zu Gast beim letzten Spieltag im beschaulichen Groß Asbach bei den Schwaben. Dann haben wir es, also wir haben es jetzt schon geschafft, 2. Liga. Aber wenn das nächste Spiel dann abgehakt ist, gespielt ist, dann können wir wirklich uns 100%ig dann mit der neuen Saison beschaffen. Auch in Sachen Kaderplanung und so weiter geht's dann erst so richtig los. Ich freue mich drauf auf die 2. Liga. Aber wie gesagt, ein Spiel müssen wir noch vorher machen. Pflichtaufgabe bei Groß Asbach. Beim nächsten Mal bei Let's Play FIFA 18. Den Karrieremodus mit den Adlern von Preußen Münster. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. In dem Sinne hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, sagt euer Killer.